Wir müssen davon ausgehen, dass Gesellschaften oder Ethnien oder Clans oder wie immer man die ursprünglichen Ensembles von Menschen nennen möchte, ein sehr hohes Maß an Homogenität aufgewiesen haben, weil sie sich aus einem relativ kleinen genetischen Pool heraus regenerierten. Andererseits ist die ganze Menschheitsgeschichte eine einzige große Durchmischungsgeschichte. Und vermutlich ist es so, dass es gar nicht so sehr auf die Frage von innen und außen ankommt und Homogenität oder Nicht-Homogenität, sondern die große Frage ist immer, in welchen Formaten können Menschen ihre Lebensformen an Nachkommen weitergeben. Solange die Sorge um die Nachkommenschaft im Zentrum der Kulturen stand, war die Zugehörigkeitsfrage immer dadurch geregelt, ob ein Mitglied eines Ensembles direkt oder indirekt einen Beitrag leistet zur Reproduktion des Ganzen als kulturelle Einheit. Aber erst als der Verdacht auftaucht, dass innerhalb einer Gruppe es sowas wie Dissidenten der Fortpflanzung gibt, das heißt, solche, die nicht an dem gemeinsamen Projekt der Kontinuität teilhaben, da vollzieht sich die Spaltung. Und die Nicht-Teilnehmer werden in der Regel projektiv ausgewählt. Das heißt, Fremde werden als Dissidenten wahrgenommen, weil sie nicht einen Beitrag zur Fortpflanzung des eigenen bringen können, es sei denn, sie konvertieren. Ich glaube, in diesem Zusammenhang zeigt sich, dass das nicht so sehr biologische oder genealogische Fragestellungen sind, sondern die des gemeinsamen kulturellen Projektes. Und die schlichteste Form des kulturellen Projektes ist die nächste Generation. Die Leistung der Politik besteht in der Wirklichkeitswahrnehmung. Ich denke, viel mehr kann sie zunächst gar nicht tun. Sie kann sich dann Gedanken machen, die Politiker können sich Gedanken machen darüber, warum die Gesellschaft heterogen ist und ob das wirklich so schlimm ist, wie man vermutet, ob man nicht Homogenität überschätzt und die Verkehrsfähigkeit verschiedener Menschen in einem gemeinsamen Lebensraum als ausreichendes Kriterium benutzt, nicht? So wie auch in Amerika von keinem Einwanderer, der die Naturalisierung durchläuft, erwartet wird, dass er seine irischen oder seine italienischen oder seine chinesischen Herkunftssymbole verdrängt. Das kann auch in einer europäischen Gesellschaft passieren. Wichtig ist aber nur, dass die Politik nicht die Fiktion einer künstlichen falschen Einheit verfolgt. Und besonders wichtig ist, dass alle verstehen, dass die Normalität, die wir wiederherstellen wollen, das unwahrscheinlichste Konstrukt ist, das es jemals auf Erden gegeben hat. Nämlich, dass Normalität darin besteht, wenn Millionen, aber Millionen Menschen gleichzeitig als Produzenten und als Konsumenten existieren und als Produzenten ernst sind und als Konsumenten frivol. Das ist die Quadratur des Kreises in sozialpsychologischer Hinsicht. Und nach der Krise stellt sich eines sehr deutlich heraus: Die Rückkehr zur Frivolität ist viel schwieriger als die Rückkehr zum Ernst. Den Ernst hatten wir jetzt,
Aber die Rückkehr zur Leichtigkeit des Seins, ohne die der Konsumismus als Lebensstil nicht funktioniert und auch das liberale Modell nicht funktioniert, die lässt noch auf sich warten. Für den Zusammenhang einer Gesellschaft ist nicht wichtig, dass alle ernsthaft an gemeinsame Werte glauben, sondern dass man sich an Gesetze hält, gleichgültig, ob man an sie glaubt oder nicht. Ja. Also der große Zusammenhalt kann nur in einer Verschwörung stattfinden oder in einer Familie. Ja. Alles andere ist Integration in einem Club. Und ein Club lebt immer von einem als ob.